Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind in der letzten Folge leider hier gestorben. Dementsprechend müssen wir das jetzt hier mal ein bisschen besser hinkriegen. So, wir feuern direkt die Lavageschosse auf das Tocker-Monster, Tuka-Monster. Eigentlich ist es nur ein Kriecher. So. Wir müssen den wirklich als allererstes tot kriegen, bevor das Insekt und alles da hinten kommt. Eigentlich hält er auch gar nicht so viel aus, ne? Ah, shit. Ah, das Insekt ist schon da. Aber wir haben ihn, perfekt. So, jetzt Vollangriff. Scheiße, ne, wir müssen auch erstmal die Kleinen noch wegkriegen. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. So, jetzt aber. Come on. Wir kriegen schon wieder so heftiges Hit. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Schnell, verzerrendes Feuer. Jawohl. Das war unsere Rettung. Lavageschosse. Jetzt haben wir's. Dieses scheiß Insekt, ne? Die sind so heftig. So, na, lief darum einiges besser, vor allem auch schneller als der... Oh, hier kommen noch mehr. Das ist der letzte Versuch. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Zeigt da oben... Achso, es ist gar nicht der. Sah so blau leuchtend aus. Müssen wir anscheinend doch noch da hoch. Dann haben wir das, dann machen wir die Jägermission noch. Und dann gucken wir mal, was noch so übrig bleibt. Ist blauer Saft. Aber Juno braucht mehr. Keine Kiste oder so noch versteckt? Du hast den Saft für Scarlocks Gegengift gesammelt, obwohl du die anderen Zutaten kennst. Ich konnte den Saft besorgen oder für Ken kämpfen und sterben. Es war das kleinere Übel. Wie bist du dann im Käfig gelandet? Durch August habe ich alle Seelen gesehen, die wir geopfert haben, um selbst zu leben. Ich wollte kein Teil mehr davon sein. Ich schwor, August zu retten und zu fliehen. Aber das hat wohl nicht geklappt, was? Bis jetzt. Bis du kamst. Tja, wir sind der Retter mal wieder. So. Einlichtung betreten. Machen wir. Anscheinend ist doch noch nicht vorbei, die Quest. Sammle den Saft. Nee, wir sind immer noch nicht durch. Ach, noch ein, natürlich. Mist, spätestens jetzt sterben wir. Das sehe ich schon. Verdammt, ich hatte die gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, ich dachte, das war's. Ja, zumindest haben wir hier ein bisschen Deckung vor dem Vieh. Dass wir hier immer mal hinter den Baum schlüpfen können, das ist schon viel wert. Die kommen alle schön angetänzelt. Das sollten wir vielleicht doch hinkriegen. Wenn jetzt nicht gleich wieder 5 Insekten kommen, sollte es eigentlich nicht das Riesenproblem sein. So, die Reichweite ist eigentlich doch relativ groß, ne? Das sieht gar nicht so aus, wenn man... Scheiße. Die Fähigkeit aktiviert. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Stirb, stirb. Danke. Aber es reicht doch ein ganz paar Meter. Ich weiß nicht, ob wir den Mod drauf hatten, dass die Reichweite erhöht wird. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Aua, ist doch gut. Gib mir erstmal ein bisschen Leben. Was lädt denn der so lange nach? Jetzt. Ach, zwei sogar gleich, natürlich. Ich schieße jetzt erstmal hier schön aus der Deckung raus, bis die Lavageschosse wieder ready sind. Weil gegen zwei von die ohne Deckung, das ist mir nichts. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Entschuldigung, aber lieber sicher durchkommen. So, jetzt. Als dass wir hier nochmal sterben. Wir haben es. Es gab wieder zwei lila Teile. Wir müssen bald mal wieder durchgucken, ob was Besseres dabei ist. Tiago, wieso bist du überhaupt so ein Experte auf diesem Gebiet? Der Saft des Tuka-Baums enthält ein starkes Halluzinogen. Ich glaube, er ist das Tor zur Seele dieses Planeten. Nur ich konnte ihn trinken und nicht wahnsinnig werden. Und die Kreaturen des Waldes haben mich nicht behelligt, als ich ihn trank. Du saugst dir das einfach aus den Fingern, oder? Du
musst es wohl selbst erleben. Na, ich glaube, die Drogentrip-Methode ist nichts für mich. Ich bin schon ausreichend verändert. Danke. Sehr gut. Gutes Vorbild. Also können wir wieder zurück. Sehr schön. Wir haben alles gesammelt. Dann gehen wir jetzt zurück, aber nicht komplett, sondern wir mussten ja dann nochmal links, um die Jagdmission zu erlegen, zu erledigen, um das Vieh zu erlegen, so rum. Und wenn wir dann mal wieder im Camp sind, dann werden wir auch definitiv nochmal wieder die Ausrüstung durchschauen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier unten dann links, ne? Wo war denn das? Sind wir so weit gelaufen? Ich will jetzt nicht wieder... Achso, wir können die auch einfach auswählen, ich Vollidiot. Machen wir doch einfach so. Aber trotzdem hier lang. Es passiert immer noch viel zu häufig, aber ich habe es immer noch nicht umgestellt. Einerseits finde ich es schon praktisch, wenn man einfach doppelt drückt. Das geht halt relativ flink. Es ist an sich schon cool, weil man muss ja doch öfter mal ausweichen im Spiel. Aber andererseits passiert es halt auch so oft unbeabsichtigt, dass es eigentlich schon ein bisschen nervt. Aber ich glaube, ich werde es so lassen. Wir haben fast die 21 erreicht. Viel fehlt nicht mehr. 30 Stufen gibt's. Ich habe es schon mal erwähnt. Also haben wir noch ein ganzes Stückchen vor uns. Ich weiß nicht mehr, welche Kreatur das hier ist. Wird wahrscheinlich auch so ein Tuka-Monster / Kriecher sein. Mal schauen. Nachgeladen ist alles. Hätten wir vielleicht die Lavageschosse noch aufheben sollen, bis das Monster auch kommt. War ein bisschen doof, gebe ich zu. Mal gucken, vielleicht müssen wir ja noch ein ganzes Stück laufen und die sind schon wieder aufgeladen dann. Ja, kamst du denn her? Hier liegt nichts weiter, okay. Na, wo bleiben sie denn? Mister Kreatur. Eine Million von den kleinen Viechern. Ist zwar schön, gibt alles Erfahrung. Ja, da haben wir es doch geschafft mit den Lavageschossen. Sehr gut. Also langsam machen wir doch schon wieder relativ wenig Schaden. Also ohne Lavageschosse geht echt nicht mehr so viel. Selbst für die Kleinen brauchen wir mittlerweile ein ganz paar Schuss. Wir müssen definitiv die Waffe verbessern oder ändern. Aber wir brauchen definitiv zu lange, um so einen Gegner down zu kriegen. So. Ich denke mal, er wird jetzt gleich kommen. Oder sie, man weiß es ja nicht. Oder es. Ach, keine Munition mehr. Na, sehr geil. Ja, aber Munition wäre eigentlich schon eine coole Sache, ne? Verdammt. Wir müssen nochmal zurück, weil ich glaube nicht, dass jetzt nochmal Munition kommt, bevor die Bestie kommt. Und ohne Muni ist mir das eigentlich so überhaupt gar nichts. Wir rennen nochmal zurück zu dem Flaggenpunkt, weil dort war Munition. Ich habe es vergessen einzusammeln. Aber die Gegner sind ja trotzdem alle weg, egal ob wir das Gebiet verlassen. Na, obwohl, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte sein, dass die Gegner wieder da sind. Aber ich glaube nicht, ich glaube nur, wenn man stirbt. So, wo sind wir denn hier langgekommen? Hier hinten, ne? Uns hier durchzwängen? Kampf läuft. Och, verdammt. Läuft da gar kein Kampf. Ach, Mist. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Sind wir umsonst hier hintergerannt?
Denn mit den Pistolen können wir immer noch kämpfen. Wenn ich die Waffe wechsle, haben wir dann wieder neue Muni. Nehmen wir jetzt einfach mal das Sturmgewehr hier. Oh, perfekt. Okay, Problem gelöst. War doch mal ein guter Einfall. Selten bei mir, ich weiß, aber ab und zu klingt doch mal wieder eine Gehirnzelle an. Jetzt liegt bestimmt gleich hier vorne Muni. Oder auch nicht. Ach, das ist ein Dreischuss-Ding. Mag ich nicht unbedingt, ist aber wohl damage-technisch mit die beste Lösung. Jetzt kommt er. Ah, wieder ein Kriecher, sag ich doch. Ah. Geh doch weg. Wir haben hier nicht wirklich coole Deckung. Wir müssten eigentlich idealerweise um diesen Stein hier in der Mitte drum herum laufen. Ich glaube, das wäre besser. Schalten erstmal ganz fix die anderen aus, dass wir hier den alleine in Ruhe besiegen können. Ich glaube, er macht nämlich gerade schon wieder irgend so eine Scheiße hier. Ja. Au, au, au. Ach, die Dinger kommen durch den Boden durch, ne? Shit. Der trifft uns gerade heftigst. Ich sehe aber doch gar nicht, von wo die kommen. Hör doch auf damit. Wir brauchen Leben. So, wir sind wieder voll. Ein Glück. Nein, 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 nein. Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir sind zu weit weg. Er trifft uns nicht. Und gleich haben wir ihn. Perfekt. Oh, das war ja mal easy. Die neue Waffe macht doch etwas mehr Schaden. Gerade mit den Lava-Geschossen noch zusammen eine ganz gute Lösung. So, das war ja echt Kindergarten hier. Kurzzeitig mal ein bisschen Angst gehabt, weil wir dieses blaue Scheißzeug hier durch den Stein abbekommen haben. Aber ansonsten ging es. Hier hinten haben wir noch eine Truhe und ich glaube Eisen noch. Yep. Vielen Dank dafür. 481 Stück. Und dann gibt es noch Schrott. Und ein Maschinengewehr. Und damit haben wir doch alles erledigt. Ich denke mal, da oben wird nichts weiter stehen. Ach Mist, das war noch gar nicht die Kreatur. Es war nur ein Kriecher. Verdammt. Ich dachte mir schon, das war ziemlich einfach. Natürlich nicht. Ja, richtiger Kampf geht erst los. Töte Morderhauer. Da haben wir ihn doch. Weiß noch nicht, wo er ist. Aber es steht schon mal da, also wird er wohl in der Nähe sein. Da hinten. Da klotzt mich was doof an. Mist, jetzt habe ich die Lava-Geschosse schon drauf. Ah, wir machen aber aus der Entfernung auch echt nicht viel Schaden. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die kleinen Biester und dann gucken wir mal nach dem Morderhauer. Ist er das schon? Nee, das ist noch ein Alpha. Verdammt. Ja, ich mache mir trotzdem mal die Lava-Geschosse drauf, weil mit den Alphas ist nicht zu spaßen. Ja, Sitter hat nämlich funktioniert mit der Asche-Detonation. Durch Löchern macht er. Scheiße. Geh weg. So, darf ich jetzt erstmal noch fix die kleinen Biester töten? Was macht der Berührung der Mutter? Ist der da angesprungen? Nee. Brauchen wieder den Stein hier in der Mitte. Oh, oh, oh. Jetzt können wir nicht mehr dahin, solange das blaue Zeug da rumschwirrt. Warum haben wir jetzt so viel Schaden gerade bekommen? Von was? Ah, der hält schon gut was aus. Jetzt haben wir endlich wieder Lava-Geschosse. Bin mir nicht ganz sicher, wo sein kritischer Punkt ist. Ich glaube, der Kopf ist es nicht direkt. Wie eher so Arme, Bauch. Schwer zu sagen. Was macht er denn jetzt? Ah, shit. Aua, ich hänge an dieser scheiß Munikiste. Sterben jetzt noch deswegen, oder was? Ey, verpisst euch mal alle. Ganz hey, shit, jetzt kommen hier auf einmal überall. Ach, weil ich an dieser ja. Entschuldigung, aber ihr habt's gesehen. Ich hänge an dieser Munikiste. Ich wollte rausspringen aus dem Mist.
Ja, es ist immer ärgerlich, weil wir dann Weltstufe und alles verlieren. Eigentlich ist es machbar. Wenn man sich nicht immer so doof anstellen würde wie ich. Also hängen bleiben ist eh so das größte Problem im Spiel. Auch mit dem Multiplayer-Charakter und meinen Kumpels, die es spielen. Es ist die meisten Tode passieren echt dadurch, dass man irgendwo hängen bleibt. Ja, diesmal war ich ein bisschen zu spät dran, leider. Ja, wir müssen hier raus. Komm schon, stirb, Alpha. Gut, wir haben ihn. Wir haben auch direkt alle Gegner ausgeschaltet. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal in Ruhe um ihn kümmern. Bis dann die neuen Nachkommen. Bis seine Nachkommen nachkommen. Ach, Mist. Ich sehe es immer so spät. Das war doof, wir waren schon wieder voll. Druckwelle. So, jetzt kommen seine Homies nach. Das heißt erstmal, shit, ganz schnell um die kümmern. Ah, Druck, ah, ich war schon am Ausweichen, aber es war wieder ein Ticken zu spät. Muss man halt echt gucken oben auf dem Balken, was er gerade macht. Raus hier. Gut, dieser eine Giftige, der kann da ruhig erstmal stehen bleiben. Komm schon, stirb doch. Wir haben's. Jawohl. So, den einen Giftigen noch. Und damit haben wir es geschafft. Eigentlich nicht so schwer. Aber manchmal brauchst du halt einfach zwei Versuche. So, wir haben endlich wieder Muni. Ich würde die Waffe jetzt einfach mal kurz ausgerüstet lassen. Gucken dann gleich im Camp, ob wir da vielleicht noch was Besseres haben oder nicht. So, wir sollen mit der Schnellreise wieder zurück. Wir haben die zwei Missionen abgeschlossen. Das heißt, wir reisen einmal zum Camp zurück, geben die Mission ab, gucken dann mal das Inventar durch und dann ist leider schon wieder Schluss mit der Folge. Geht immer ganz schön schnell in dem Spiel. Sage ich aber eigentlich fast in jedem Spiel. Zeit beim Zocken vergeht sowieso immer sehr schnell. So, bringe die Trophäe. Nee, das wollen wir nicht. Die andere Zutat, das wäre die Quest. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich die hier vorne abgebe, reist der direkt mit mir los. Das könnte natürlich passieren. Also gucken wir erstmal schnell ins Inventar. Wir haben hier verzerrendes Feuer drauf. Hier Phaserstrahl. Könnten wir noch umändern? Machen wir auch, weil 1011 ist mir schon lieber als 793. So, hier ist nicht wirklich viel besser. Lavageschosse haben wir hier drauf mit einem weiteren Magazin. Das bräuchten wir auch unbedingt. Haben wir hier leider auf keinem drauf. Da haben wir noch ein bisschen Schaden von Schrotflinten. Bringt uns gar nichts. Beim Schießen aus der Deckung erhöht sich deine Waffenstärke. Das können wir nehmen. Hier ist nichts besser und hier haben wir nur blauen Loot. Gut, dann wird jetzt erstmal alles andere zerlegt, was hier drin ist. Waffentechnisch gucken wir gleich nochmal durch. Geh jetzt erstmal fix zum Doktor. Und zwar hatten wir gesagt, auf dem Ding hauen wir jetzt einmal das zweite Lavageschossmagazin drauf. Wo haben wir es? Hier. Genau, und dann hatten wir noch Helm getauscht, ne? Hier ist der Phaserstrahl drauf. Da hatten wir auch irgendwas mit Lavageschosse, ne? Gegnern, nee, das nicht. Erhöht die Anomaliekraft, nee, auch nicht. Dann hatten wir keine Lavageschosse drauf. Mist, was hatten wir denn jetzt drauf? Mehr verzerrendes Feuer drauf. Erhöht die Reichweite um 100%. Ermöglicht die Absorption eines zusätzlichen Ziels. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Was haben wir denn an Lava geschossen? Die Anomaliekraft erhöhen ist eigentlich jetzt auch nicht so mega geil. Asche-Detonation haben wir schon. Ich denke mal hier die Effizienz. Wir hauen das mal drauf, weil das ist unsere einzige Fähigkeit, mit der wir
uns Leben wiederholen können, da wäre das prinzipiell schon nicht verkehrt, wenn das vielleicht noch etwas effizienter wird. So, den ganzen grünen Mist können wir jetzt erstmal direkt zerlegen. Dann müssen wir mal gucken. Wir hatten jetzt die ganze Zeit die Waffe, war halt auch schön, weil lila Schüsse stellen dein Leben wieder her. Okay. Macht zwar auch so durch den Lebensentzug, aber wahrscheinlich hier nochmal eine Nummer besser. Wir haben leider nur Maschinenpistolen und ich bin kein Freund von Maschinenpistolen. Und Schrotflinten erst recht nicht. Wir haben hier noch eine mit 3000. Das ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Das ist hier drüben ist auch leichtes Maschinengewehr mit 3,4. Es besteht die Chance von 30%, beim kritischen Treffer keine Munition verbraucht wird. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Wir hauen das mal drauf, zerlegen den Rest. Was soll der Geiz? So, wir können hier mal noch einfach die stärkste draufhauen. Und dann haben wir das. Wir sind bei 4176 Waffenstärke. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss und kümmern uns morgen um die Story weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.